In diesem Video. Na, so minimalistisch. Also wir gucken mal. Eventuell reicht es ja schon aus, wenn wir hier jetzt den runterfallen lassen. Gut. So eventuell nicht. Dann haben wir nämlich keinen Platz und mehr eine Lücke. Warte, warte, warte. So. Und dann kommt der letzte oben drauf. Ja, rein theoretisch sieht es ja nicht mal so schlecht aus. Dann brauchen wir nicht mal die Brücke von dort hinten. Die wäre ja sonst absolut unnötig. Moin Freunde und damit willkommen wieder herzlich zurück zu Zelda Breath of the Wild. Beim letzten Mal haben wir tatsächlich den Yakamata-Schrein abgeschlossen und damit auch unseren nächsten Schrein-Punkt bekommen. Oder wie sagt man dazu? Ich komme gerade nicht auf den Namen. Jedenfalls können wir bald auch wieder unsere Leben oder auch unsere Energie erhöhen. Oh, und ich sehe gerade, hier wird jemand angegriffen. Hallöchen, Luke. Oh, okay, alles klar. Mein Freund, geh mal weg, bitte. Lass den armen Mann mal in Ruhe. Genauso wie die du da hinten. So. Ja, und was geht, Irene? Oh, das hätte böse enden können. Gut gemacht. Ich mag es zwar nicht, wie niemand anderem dankbar zu sein. Oh Gott. Aber du hast uns immerhin gerettet, also danke. Dafür kriegen wir sogar ein Spritpilz-Omelett. Nächstes Mal zeig ich's denen. Ja, ich hoffe mal, nächstes Mal seid ihr nicht wieder in der Klemme. Ey, und krieg von dir auch noch was oder ignorierst du mich? Der Göttin Hylias, Gott sei Dank. Der Bösen geht es gut. Ich sag's ja, wer hier nach Schätzen sucht, muss verrückt sein. Tja, dann hättet ihr nicht unterwegs sein sollen hier. In diesem komischen Areal, wo sowieso nur Wächter rumstehen und dich wegballern. Naja, was soll's, nicht wahr? Ich laufe ja hier auch nur rum, um Crocs einzusammeln und werde von jedem Wächter anvisiert und gekillt. Dementsprechend, ich kann nicht gerade von Kompetenz sprechen. Geschweige, ich bin selber ja daran schuld, dass ich hier bin. Ich hätte ja eigentlich woanders hingehen können, aber nein. Nee. Jetzt haben wir das Gebiet angefangen, jetzt möchte ich es auch durchziehen. Zumindest so weit, dass wir außerhalb des Schloss Hyrule's alles haben. Innerhalb des Schlosses, da würde ich jetzt noch nicht reingehen. Da habe ich wirklich noch ein bisschen sehr doll Respekt vor. Aber außerhalb, ich habe ja ein paar kleine Techniken, was ich anwenden kann, um hier durchzukommen. So, vor allem, da ihr mir auch Tipps gegeben habt, dass man das Stasis-Modul zum Beispiel verwenden kann für die Gegner. Und. Das werde ich natürlich nutzen. Soweit weiß ich das schon, wie ich mir hier voran krauchen werde. So, und irgendwo hier sollte ein Croc sein, zumindest nach der Karte zu urteilen. Das ist heute unser erster Croc, den wir mal mitnehmen werden. Aber ich denke mal, heute kommt auch noch ein bisschen mehr als nur ein Croc sammeln. Also eventuell kriegen wir noch mal ein paar Schreine erledigt. Mal kurz was gucken. Ja, aber na gut, so viele Schreine sind hier nicht mehr. Da ist noch ein Schrein, den werden wir auf jeden Fall angehen. Aber wo ist denn jetzt der Croc hin? Okay, das hat ein bisschen gedauert. Ich muss jetzt ein bisschen außerhalb gucken, weil hier ist nämlich der Anfang des Croc-Samen. Ich muss mir unbedingt die Anfangsenden markieren und nicht das Ende. Aber jedes Mal falle ich drauf rein, ne? Aber egal, immerhin haben wir es gefunden. So, und hier ist unser erster Croc für heute. Sehr schön. Auch wenn wir 157 Crocs haben und ich immer noch nicht weiß, ganz genau, wo der Crocwald ist, hoffe ich mal, dass wir mit 157 eventuell später dann ganz viele Slots, neue Waffenslots bekommen. Ich denke mal schon. Also wie gesagt, es gibt ein bestimmtes Limit, das habt ihr mir schon gesagt, das werden wir auf jeden Fall ausreizen. Zumindest wenn wir alle Crocs zusammen haben. Vorher glaube ich eher weniger. So, dann haben wir hier hinten noch zwei Crocs. Einmal im Wald und auf dem Hügel. Und dann jetzt auch schon zum Flötengrashügel rüber. Dort, wo wir ja an sich noch zwei Schreine oder einen Schrein offen haben, den wir noch machen wollen. Ja, aber wie gesagt, wir machen erstmal hier die Ben-Crocs. Einmal in diesem wunderbaren, dunkleren Wald. Ich bin echt tatsächlich zufrieden, dass wir noch keine Wächter hier hinten mitbekommen. Also die kommen ja erst sowieso gegen kurz vorm Anfang des Hyrule's
der Hyrule-Festung. Und da wird es ja erst dann anstrengend. Oh, warte mal, ich höre ihn schon klimpern. Ach, guck mal, hier läuft er einfach durch den Wald rum. Warte mal kurz, mein Freund. Bleib mal stehen. So, damit haben wir dich doch schon. Das wollte ich doch nur. Und jetzt hier auf den Hügel. Bei Clubbing hat man schon gesehen. Perfekt. Naja, dann ist es, wie gesagt, jetzt auch noch nicht weit. Mehr bis zum Schrein. What? Ach, da. Aber warum sind hier schon wieder drei Steine? Ach so, weil drei Löcher sind. Okay. Finde ich zwar ganz cool, dass die um ein bisschen die Steine erhöhen, ne? Für die erhöhte Schwierigkeit. Aber wenn die natürlich daneben liegen, ist ein bisschen doof. Ist ein bisschen doof. So. Vielen Dank für den Krog, mein Freund. So, dann haben wir hier gleich... Oh, gleich nebenan sogar ihn. Warte mal. Da, beim Riesenbaum. Safe ist da oben wieder ein Stein drauf, den wir wegmachen können. Sehr geil. Dann holen wir uns den hier gleich mit. Und dahinter müsste doch der Schrein sein. Ich sehe ihn schon vom Weiten. Tada! Noch ein Krog. Ich bin echt zufrieden, wenn wir die Ebene hier fertig haben mit allen, ne? Ich glaube, die ist für mich auch die schwerste, weil danach gibt es ja eigentlich nicht mehr so viele mit dauerhaften Wächtern, außer halt der die Festung allgemein. Aber ich denke, wenn wir das abgeschlossen haben, hier das Gebiet, dann bin ich schon recht zufrieden mit. Da habe ich mir aber auch gedacht, dann machen wir erstmal unten das Gebiet fertig. Die neuen zwei Gebiete, die wir ja durch den DLC-Items öffnen mussten. Das war die als nächstes machen. Um dann erst in Richtung unserer Story weiterzugehen. Weil rein theoretisch haben wir ja als unsere Story zumindest. Sollen wir ja die vier Titanen jetzt erwecken. Und ich sag mal so... bisher haben wir noch nicht mal, sind wir noch nicht mal in der Nähe eines Titans. So, den Hügel haben wir da unten. Hallöchen, kleiner Schrein. Den haben wir doch beim Janssen am Anfang nochmal gesehen, ne? Weil wir waren hier schon mal drüben, das erinnere ich mich dran. Durch eine Quest mussten wir hier schon rüber. Oder durch zumindest eine Truhe. Und da habe ich den Schrein schon gesehen. Der Vago-Kater-Schrein. Ja, aber jetzt nimmt man erst mit. Schon ganz schön lange her. Wo wir den das letzte Mal gesehen haben. Jetzt bin ich gespannt. Was für ein Schrein haben wir vor uns? Die Stahlbrücke. Okay, das heißt, das wird wahrscheinlich eher wieder ein Rätsel sein. Keine kämpferische Sache, aber so groß ist das Gebiet ja nicht. Warte mal. Aha. Okay, es kann sein... dass wir jetzt wieder eine Art Treppe machen müssen. Zumindest würde ich davon ausgehen. Ja, perfekt. Und wie komme ich denn jetzt am besten hier hoch? Warte mal. Kann ich das Ding hier hochheben? Nee, ne? Weil da bin ich ja drauf. Was ist, wenn ich das Ganze ein bisschen systematisch verschiebe? So gesehen so eine schmale Treppe erstelle. Heißt, wenn ich hier einmal den reinmache. Ich muss jetzt mal kurz mich ein bisschen positionieren. So. Das müsste ja an Platz reichen. Und den anderen genauso gleich da oben hinsetze. Ja, perfekt. Einfacher hätte es nicht klappen können. Wäre zumindest die einzige Möglichkeit, wie wir hier hochkommen. Dann müssen wir nur gleich gucken, wie wir dort hinten hochkommen am besten. Aber ich würde die gleiche machen. Ich glaube, da ändert sich nicht viel. Warte mal, da hinten haben wir auch noch was. Guck mal, da hinten haben wir die Sache. Aber warte mal.
Jetzt mal ernsthaft, kann ich da nicht einfach den gleichen Move machen wie eben? Oder reichen die Dinger nicht? Wir probieren es einfach mal aus. Könnte aber sein, dass die nicht ausreichen, weil die von der Dreierhöhe, glaube ich, ein bisschen höher sind, oder? Naja, so minimalistisch. Also wir gucken mal. Eventuell reicht es ja schon aus, wenn wir hier jetzt den runterfallen lassen. Gut. So eventuell nicht. Dann haben wir nämlich keinen Platz und mehr eine Lücke. Warte, warte, warte. So. Und dann kommt der letzte oben drauf. Ja, rein theoretisch sieht es ja nicht mal so schlecht aus. Dann brauchen wir nicht mal die Brücke von dort hinten. Die wäre ja sonst absolut unnötig. So, jetzt bin ich gespannt. Komm schon, einfach klappen. Nein! Ja, da fehlt der Millimeter. Da fehlt tatsächlich der Millimeter. Wie komme ich denn jetzt da am besten ran? Dann muss ich ja wieder die ganze Ding hier verschieben. Aber wie soll mir denn dieses kleine Ding helfen, dort nach oben zu kommen? Also jetzt mal ernsthaft. Weil von hier hinten aus eine Stahlbrücke zu machen, also so eine Brücke hinzustellen, macht für mich absolut keinen Sinn. Das reicht auf jeden Fall. So, und dann gucken, wie macht man das am besten mit der Stahlbrücke hier? Weil das ist ja ein kleines Stück höher. So, wenn ich das jetzt drehe. Okay, das will ja nicht drehen, warum auch immer. Reicht nicht. Guck mal, das reicht absolut nicht. Oder wir machen nochmal die Brückenaufstellung und müssen irgendwie versuchen, dass der schräg nach unten geht. Oh, Kamera, bitte. Geht denn der bis da hinten hin? Okay, wir müssen damit mal erstmal runter, weil irgendwie müssen wir ja gucken, dass wir hier rüberkommen. Ah, ich verstehe. Pass auf, warte mal. Wenn wir in etwa wissen, wie groß der ist hier unten, dann könnten wir doch eine Art Brücke erschaffen. Dazu müsste ich ihn aber eigentlich drehen können. Oder wir machen das so eine Größe, das wäre auch kein Problem. Das war sagen, wir machen in etwa so. Dann weiß ich in etwa, wo ich das hinstellen muss. Warte mal. Ich würde sagen, wir stellen den so hin. Link, bitte lass auch los. Sehr gut. Und stellen dann immer die Sachen oben drauf. Ja, sollte ich Platz haben, um hochzukommen, bin ich ehrlich. Gut. So. Hallo? Ja, wollte gerade sagen. Mein Freund, so einfach mache ich sie jetzt nicht. Nee, das hat nicht funktioniert. Warte mal. Komm doch mal her hier.
Es muss ja irgendwie auch möglich sein, dass das Ding sich nicht dreht, wenn ich so das anbauen möchte. Kann ich das machen, ohne dass alles umkippt? Nein! Alter! Jetzt muss ich mich wieder anders herumstellen. Okay, jetzt haben wir es. Perfekt. Mein Gott, hat der Anime, es hat übelst lange gedauert. Sieht zwar nicht ganz so prickelnd aus, aber egal. Wenn es klappt, klappt's, würde ich sagen. Gott. Ich sage ja, ich bin Profi da drin, in sowas zu bauen, ne? Hust, hust. Und damit haben wir das nächste Zeichen der Bewährung. Und das ist jetzt unser achtes Stück. Und ich glaube, mit 8 können wir schon eigentlich sehr gut was anfangen. Wir können bestimmt 2 Leben erhöhen. Ich weiß ja nicht, 2 oder 1 Leben erhöhen. Eins von Ben. Aber ich denke mal schon, dass damit einige was zu machen ist. Zwar können wir, oder gehe ich jetzt noch nicht zurück und werde mir gleich neue Lebenspunkte holen. Neue Herzen. Das mache ich denn, wenn ich das wirklich brauche. Und ja, wie gesagt, das Gebiet bräuchte man das eigentlich, aber Quatsch. Wir kommen da schon irgendwie durch. Und wenn ich mit dem Stasis-Modul rumlaufen muss. Erstmal haben wir ja noch Glück, dass das alles hier im Anfangsgebiet so relativ einfach und strukturiert ist. Und gefühlt kaum Gegner sind. So, und jetzt brauchen wir wieder unsere Pfeilkunst. Ich sagte unsere Pfeilkunst. Ach, ich muss doch gucken, unser der Bogen geht bald kaputt. Halt, stopp. Aha, euch habe ich gehört. Oh, warte mal, ich hab kein Schwert. Ich hab kein Schwert. Dann muss ich mir jetzt einen neuen suchen. Den Bockblind brauche ich leider noch. So, weg. Ah, oh, leider ging nur nicht anders kaputt. Ich hab schon wieder eine Waffe weniger. Junge, die Waffen halten nichts aus. Gut, die war auch halb kaputt, muss man auch dazu sagen, aber trotzdem. Dann nehme ich jetzt die Wächter-Axt. Dann musst du jetzt mal kurz dran glauben. Obwohl die eigentlich zu teuer ist, um zu genutzt zu werden. Junge, stirb! Ehre. So, und weh, ich werde jetzt nochmal genervt hier. Bockbogen kann ich gleich mal mitnehmen. Dann kann ich den wenigstens verballern. So. Warum war den denn? Dass ich nicht so viele Pfeile habe, ist halt echt ätzend. Okay, ich warte mal hier. Dann kann ich in etwa ihn zumindest abschießen. Nein, Mann! Geht doch, Nummer 1 haben wir. Okay, beim zweiten warten wir hier hinten. Der kommt ja bestimmt gleich wieder da an. Nein! Oh! Wie ich das liebe. Ich hab das jetzt nicht mehr vertraut, dass ich richtig stehe. So, und Nummer 3. Wie machen wir das am besten? Okay, du kommst in etwa hier hin. Oh, 2-mal sogar. Perfekt. Geht doch. Haben wir zwar ein paar Pfeile jetzt verschwendet, aber was soll ich sagen, ne? Wir haben keine anderen Pfeile mehr da. Eventuell muss ich wirklich irgendwie... Ich habe ja eigentlich versprochen, dass ich irgendwann mal Truhen nachhole oder irgendwie Materialien sammle für Geld. Oh, habe ich immer noch nie geschafft. Peinlich. Peinlich, dass ich das nie geschafft habe. Aber ja, es ist halt einiges noch zu tun, was ich noch machen muss. Bevor ich überhaupt irgendwie mich mal entspannen kann.
Aber glücklicherweise ist ja bald Urlaub, da kann ich dann mich ein bisschen mehr entspannen und auch ein bisschen mehr vorantreiben, alles, was ich brauche. Und eventuell kann ich denn da was einplanen, umändern und. Weil, wie gesagt, in letzter Zeit ging es halt überhaupt gar nicht. Man hat halt mitgekriegt, auch außerhalb, dass die Leute sehr viel krank wohnen. Und wenn natürlich krank wird, müssen wir natürlich mal anderen Leuten, die da sind, müssen dann Jobs übernehmen. Oder Teile des Jobs übernehmen. Und das kann dann dazu führen, dass man halt sehr wenig Zeit hat. Leider. So, und ich würde sagen, ich gehe mal schnell in den bodenlosen Sumpf. Dort gibt es nämlich auch noch zwei Schreine, die wir holen können. Zwei Quarks. Tja, was soll ich sagen, ne? Der bodenlose Sumpf sieht halt wirklich richtig bodenlos und eklig aus. Vor allem wieder einmal diese eklige Kretze oder Krotze oder Rotze, die dort ist. Ich weiß immer noch nicht, was das ist. Aber das ist auf jeden Fall nicht schön. Und, kleine Empfehlung von meiner Seite aus, geht niemals in diese lilane Gedöns rein. Es macht sehr viel Schaden. Ich möchte nicht sagen, ich bin ein Profi gewesen, der darin geht, aber ich hab's von Freunden gehört, dass man da nicht rein darf. So, und hier hinten, zum Glück nur im Wald, sollte auch ein Krog sein. Oder warte mal kurz, hier ist noch was anderes als ein Krog. Okay. Schauen wir uns erstmal doch den anderen an, was ich hier markiert hatte. Warte mal, ein Schrein. Aber warte mal, hier kann kein Schrein in der Nähe sein, außer es ist auf der anderen Seite. Das kann sein. Hier sollte eigentlich keiner sein. Das ist eine Erinnerung. Link hat wieder eine Erinnerung. Nice. Das passieren. Die Titanen, die Wächter, warum greifen sie uns an? Oh nein, Ganon hat sie unter seine Kontrolle gebracht. Daro, Revali, Mipha und Urbosa, sie waren in den Titanen. Es ist alles meine Schuld. Ich konnte die Macht des Siegels nicht erwecken. Und jetzt hat Ganon uns die Relikte gestohlen, die uns vor ihm schützen sollten. Ich... alles, was ich getan habe, es war alles vergebens. Ich konnte das alles nicht verhindern. Mein Volk, meine Freunde und mein Vater auch. Ich habe sie im Stich gelassen. Und jetzt sind alle tot. Das muss wohl einer der Erinnerungen eher am Ende des Kampfes gewesen sein, wo alles denn schon geendet ist. Das ist einer der letzten Erinnerungen, glaube ich, die man hier eigentlich erhalten sollte. Gut, aber dann wissen wir, dass es nicht geklappt hat, was sie als Mission aufgetragen haben. Trotzdem würde ich sagen, ist das Ende des Partes gewesen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da, um nichts zu verpassen. Abonniert den Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn wir weiter auf Krogjagd gehen. Also bis denne und ciao.